Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem vierten Teil des Rundfluges, die A1 runter von Fehmarn bis nach Blankenheim, wo sie zu Ende ist. Und wir sind gleich am Kamener Kreuz und fliegen dann durchs Ruhrgebiet, ja, bis ans Ende. Hier nochmal auf Google Maps zu sehen. Ja, und dann starten wir gleich am Kamener Kreuz. Ja, hier haben wir letztes Mal aufgehört, Kamener Kreuz. Und fliegen jetzt weiter durch das Ruhrgebiet an Köln vorbei, über den Rhein. Bis zum Ende der A1. Ja, rechts ist der Flughafen Dortmund, vor uns das Kreuz Onna Dortmund, die A44 kreuzt uns hier. Und wir fliegen die A1 weiter. Rechts von uns ist Dortmund. Wir kreuzen uns jetzt die A45. Und der Fluss ist hier die Ruhr. Links sind jetzt Hagen von uns. Hier kommt jetzt Wuppertal mit dem Kreuz Wuppertal Nord, die A43 kommt hier von rechts. Rechts ist Wuppertal. Ja, der kleine Fluss unter ist die Wupper.
kürze hier mal ein bisschen ab, weil die Kurve bzw. der Schlenker war mir zu stark. Dann muss ich hier zu viel rumrühren. Hier ist Remscheid. Wir fliegen jetzt auf Leverkusen zu. Ja, ich habe hier mehrere Karten laufen. Einmal die Karte, die ihr auch seht, ist hier rechts auf dem Monitor. Im Hintergrund läuft das OBR Studio. Dann habe ich auch auf meinem iPad auch noch eine Karte, die ich dann per Finger ranzoomen kann. Und auf dem MacBook läuft diese Karte nochmal ein bisschen weiter rausgezoomt. So, jetzt kommt das Kreuz Leverkusen. Wie die Arena Leverkusen oder bei Arena. Hier das Kreuz Leverkusen, die A3 Kreuz jetzt hier. Dann kommt der Rhein hier. Hier ist der Rhein. Und links kann man schon den Kölner Dom sehen. Beziehungsweise ich kann ihn sehen, bei euch weiß ich nicht, ob da die Karte den Dom verdeckt. Aber links ist auf jeden Fall Köln. Hier ist das Kreuz Köln Nord, die A57 Kreuz ist hier. Links von uns ist immer noch Köln und der Rhein. Hier ist jetzt das Kreuz Köln West mit der A4. A1 ist rechts von uns. Jetzt sind wir wieder drüber. Rechts ab geht die A61, beziehungsweise kommt sie jetzt. Hier ist das Kreuz Biesheim. Und hier nach rechts.
rechts der A1 voll. Optisch gesehen hätte ich jetzt gedacht, es müsste geradeaus gehen, aber hier habe ich mich schon mal verflogen. Wir folgen der A1. Ja. Unsere Flughöhe ist fast 3000 Fuß. Hier fliegen 400 Knoten, das sind ungefähr 800 km/h. Auch im Süden von Deutschland gibt es Windparks. Holzkirchen ist links von uns. Ja, leider ist gerade ein Glitch hier irgendwie auf dem Monitor. Da hat er ein Quadrat nicht bearbeitet. Aber jetzt läuft es wieder. Ja, und hier ist es, das Ende der A1. Hier wurde sie nicht mehr weitergebaut. Lackenheim, Ende der A1. Ja, und am Ende unserer Reise ja, ich hoffe, ihr seht mich auf den nächsten Touren wieder. Ja, hier sehen wir nochmal unseren gesamten Flug, die A1 lang vom Puttgarden Fährbahnhof bis Blankenheim, 628 Kilometer, wenn man sie fahren würde. Wir haben ab und zu mal ein bisschen abgekürzt und sind die Strecke runter in Teilabschnitten geflogen, von Puttgarden nach Hamburg, von Hamburg nach Bremen, Bremen bis zum Kamener Kreuz. Vom Kamener Kreuz bis Blankenheim in 4 Abschnitten. Ja, nochmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.